Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Es gibt neue Logmodule, neue Pokémon und Erneuerungen im Spiel. Und zwar werden sie in kürzerer Zeit oder in kurzer Zeit freigeschaltet. Eventuell genau dann, wenn ihr das Video gesehen habt, ist es aktiv verfügbar. Welche neuen Pokémon sind das? Kikugi, das Pflanzen-Pokémon. Die Weiterentwicklung heißt Kinoso. Aber wie sie jetzt die Wolkenform oder Sonnenform bekommen, das werden wir wohl dann noch sehen. Das nächste Pokémon ist Kaumalat von Typ Drache-Boden. Kann man weiterentwickeln zu Knaxel und Knackrack. Hier, glaube ich, ist das ein sehr guter Favorit für einen C-Day, weil es einfach zwei Weiterentwicklungen hat. Hippopotas, ein Boden-Pokémon, das sich zu Hippoteros weiterentwickeln kann. Diese Pokémon werdet ihr in der Wildnis sowohl auch beim Brüten finden. Vielleicht kommen sie auch aus den neuen Log-Modulen. Aber erstmal kommen wir zu neuen Attacken. Die wird es nämlich auch geben. Es wird eine neue Attacke geben, die heißt Erdkräfte. Ein mächtiger Bodenangriff, der die Verteidigung des Gegners im PvP verringern kann. Einige neue Pokémon besitzen diese Attacke bereits. Niantic hat aber nicht gesagt, welches Pokémon das sein wird. Zum Beispiel Hippoteros passt doch ganz gut, dass dieses Pokémon diese Attacke erlernen kann. Folgende Pokémon werden Erdkräfte durch TMs erlernen können. Nidoqueen, Nidoking, Aerodactyl, Kamarupt und Lepumentas. Weitere Infos zu der Stärke oder wie viel Balken oder DPS diese Attacke hat, müssen wir noch abwarten, bis diese Attacke wirklich freigeschaltet ist. Und das nächste, was jetzt neu kommt, sind die neuen Logmodule, die ja schon mal entdeckt worden sind, aber sie werden nun freigeschaltet. Schaut im Shop vorbei, da wird es wahrscheinlich dann die neuen Logmodule geben. Und ja, sie werden diese Logmodule, es gibt drei unterschiedliche Logmodule, die bestimmte Pokémon heranlocken, weil Logmodul, ne? Und zwar, das Gletscher-Logmodul wird Pokémon anziehen, die die Kälte lieben, so wie Wasser- und Eis-Pokémon. Welche Pokémon das genau sein werden, müssen wir wohl herausfinden. Ich hoffe, ich kann euch bald mehr dazu zeigen oder sagen. Das Moos-Logmodul, das zieht Pokémon an, die gerne sich in Blättern rumrollen. Käfer, Pflanze und Gift-Pokémon. Und das Magnetmodul zieht vor allem Pokémon an, die elektromagnetischen Kräften angezogen werden. Stahl, Gestein und Elektro-Pokémon. Sehr interessant. Aber Achtung, diese Lockmodule werden nicht ausschließlich diese Pokémon anlocken, sondern halt auch die regulären Pokémon. Das nächste und vielleicht interessanteste an diesen Lockmodulen ist, dass ihr Pokémon weiterentwickeln könnt. Wie funktioniert das? Ihr müsst mit eurem Charakter wirklich so nah an diesem Lockmodul oder Pokéstop sein, dass ihr die Scheibe drehen könnt, die Fotoscheibe. Und nur dann, wenn ihr die Fotoscheibe drehen könnt, könnt ihr ein Magnetilo zu Magnetzone entwickeln. Naja, ich glaube mal eher Magneton, aber okay. Und ein Nasknet zu Voluminas und Evoli zu Glaciola oder Fulipurba. Aber natürlich nur, wenn in dem Logmodul der passende Typ installiert ist. Ich bin mega gespannt, ob man wirklich in einen einzigen Pokéstop mehrere Logmodule reinmachen kann und was für Auswirkungen das haben wird. Ich werde es auf jeden Fall testen wollen. So, also jede Menge neue Pokémon. Das sind ja Fulipurba, Glaciola, Voluminas, Magnetzone und dann noch die neuen Pokémon natürlich mit Weiterentwicklung. Da wären wir dann bei Kikugi, Kinoso, Kaumalat, Knaxel, Knackrack, Hippopotas und Hippoteros. Genau. Die ganzen Pokémon wären dann neu. Aber wie gut sind diese Pokémon jetzt nun wirklich? Das kommt
immer sehr stark darauf an, welche Attacken sie bekommen. Wenn sie eine richtig schlechte Attacke bekommen, kann auch ein Pokémon nicht für Raids zu gebrauchen zu sein, siehe Ho-Oh. Ho-Oh ist zum Beispiel ein sehr starkes Pokémon, aber es hat einfach sehr schlechte Attacken bekommen und deswegen ist das Pokémon zum Beispiel selten zu gebrauchen. So, nun, das waren jetzt die aktuellen Ankündigungen, die gerade Niantic herausgehauen hat. Als nächstes möchte ich mich nochmal dafür entschuldigen, dass ich es übersehen habe, dass ja der Flamely Sea Day am 19.05. am Sonntag stattfindet, nicht am Samstag. Dumm von mir, habe ich irgendwie übersehen und vergessen. Finde es übrigens auch sehr, sehr schade, dass es am Sonntag ist, weil es am Sonntag ja von 15 bis 18 Uhr stattfindet und das ist nicht unbedingt meine Uhrzeit. Es wäre schon schön, wenn das von 11 bis 14 Uhr gewesen wäre, gerade bei einem Sonntag. Bei einem Samstag habe ich da jetzt nicht so große Schmerzen mit, aber Sonntag schon. Gut, zu der Raid-Stunde ist mir auch ein Fehler unterlaufen. Es ist gar nicht die legendäre Raid-Stunde, sondern das ist einfach nur eine Raid-Stunde. Das heißt, in dieser 1 Stunde von 18 bis 19 Uhr am 22. Mai, heute Morgen, habe ich noch etwas vergessen. Das werde ich jetzt mal ergänzen, weil ich denke, die neuen Log-Module und die neuen Pokémon werden morgen schon genug das Video füllen. Also von daher kann ich das jetzt noch rauslassen. Logok und Feuerfeger ist besser als Lokadonate. Es gibt jetzt schon Berechnungen von Pokebattler. Ich habe euch wieder einen Screenshot gemacht von Bisaflor. Man könnte aber sich auch Registeel anschauen, Registeel anschauen. Und dort ist Logok auf dem ersten Platz. Also da gibt es definitiv auch Sachen, wo dieses Pokémon einfach auf dem ersten Platz ist. Und es ist ja bei Bisaflor nur auf dem zweiten Platz, weil Himmelsfeger einfach noch ein bisschen krasser ist mit Lavados. Aber wenn man jetzt zum Beispiel kein Lavados mit Himmelsfeger hat, wäre Logok auf dem ersten Platz. Als letztes möchte ich euch noch zeigen, dass die Gewinner für die Habitat-Challenge nun veröffentlicht worden sind. Ich werde euch alle drei Bilder anzeigen. Die ersten zwei sind die Gewinner nur mit Pokestops und der letzte Gewinner ist natürlich der auf dem ersten Platz und der bekommt nicht nur einen Pokestop, sondern der bekommt eine Reise zu einem GoFest seiner Wahl geschenkt. Herzlichen Glückwunsch, hammergeil, hätte ich auch gerne, aber ja, es gab bestimmt eine Menge sehr schöne Bilder. So, das war's. Ich hoffe, euch hat das alles gefallen, was ihr gehört habt. Was findet ihr am meisten toll? Ich kenne einige Leute, die finden, die haben Kaumalat als Lieblings-Pokémon oder Knackrack. Die können mir zum Beispiel gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Was ist euer Lieblings-Pokémon jetzt endlich freigeschaltet worden? Habt ihr schon gesichtet? Habt ihr schon eins gefangen? Ja, habt ihr keins gesichtet, weil sie ultra selten sind? Zum Beispiel könnt ihr mir auch gerne berichten, habt ihr die neuen Log-Module schon ausprobiert? Habt ihr da Lust drauf? Ich bin gespannt, wie teuer sie im Shop sein werden. Somit beende ich jetzt nun das Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut in der Videobeschreibung und bei Poketen vorbei. Und wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonnieren, Glocke aktivieren oder auf Twitter folgen. Bis zum nächsten Mal. Batsch.